Oder aber auch, hallo Leute, hier ist wieder Crossy und es ist wieder Zeit für eine Runde Game Dev Tycoon, jawohl, Folge 2, nehme ich jetzt gerade auf, von Greenheart Games, da steht es ja, ne? Kann man nur sehr empfehlen, das Spiel, wie ihr vielleicht hört, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen und wir machen da weiter, wo wir jetzt aufgehört haben, klicken, um fortzufahren. So, kein Projekt, dann werden wir erstmal direkt ein neues Spiel entwickeln. Obwohl, nee, wir machen erstmal hier, ich habe ja schon genug Kohle. Dann machen wir erstmal eine neue Engine. Machen dann nämlich die Tutorials und den Mono-Sound mit rein. Und sagen dann erstellen. Ein Überraschungsvolk bei den Spiel. Überraschungserfolg. Na, das ist doch gut. Aber immer noch keine volle Punktzahl gehabt. Ne? Blub, 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 blub. Aktuelle Studien weisen darauf hin. Auch ein Markt für spezialisierte. Ah ja, dann kommt gleich die neue Forschung verfügbar. Ja, auf Altersgruppen. Zielgruppen. Jawohl, Zielgruppenforschung ist jetzt verfügbar. Alles klar. So, jetzt müssen wir zusehen, dass wir dann im nächsten Spiel ordentlich Punkte machen, dass wir da gut zuschlagen. 263.000 hat das gemacht, jo. 174.000 bin ich noch plus, das reicht noch über Monate. Und jetzt werden wir dann mal gucken, vielleicht klappt es jetzt schon, dass wir mal ein noch besseres Spiel entwickeln. So, Thema wählen, machen wir mal Jagd, Genre ist da immer ganz gut, Action. Plattform wählen, machen wir wieder PC. Engine auswählen, logischerweise die 2. Und dann nennen wir das einfach mal Hunter. So, dann gehen wir auf Weiter. Die neue Grafik-Engine. Ja, eine andere, eine bessere haben wir noch nicht. Entwicklung starten. Mhm. Vollausschlag. Da. Und das kann ganz runter Tutorials mit reinnehmen, ganz wichtig. Noch eine neue Konsole kommt auf den Markt. So, hier haben wir jetzt voll. Da machen wir nix und da machen wir komplett runter. Und dann die letzte Stufe. Voll. Fast voll. Ein bisschen runter. Ein bisschen lassen wir drin. Und nehmen den Mono-Sound stattdessen. Kosten auch wieder 10.000 mehr, aber das dürfte dann auch wieder hoffentlich eine gute Bewertung werden. Es sind nur 3 Bugs und aus die Maus und fertigstellen. Ja, haben wir zumindest bei Technik einen neuen Rekord. So, dann sagen wir mal Spiel veröffentlichen. Dann erstellen wir direkt den Spielbericht. Und dann kommt schon die Bewertung und dann hoffen wir mal auf was. Oh, 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 der sieht gut aus. Oh, nee, der geht noch runter. Ah, schade. Ich habe gedacht, der bleibt auf 10. Ah, schade. Ah, 9 auch wieder. Ich habe gehofft, wir kriegen jetzt endlich mal eine 10 hin. Reicht noch nicht für eine 10. Reicht noch nicht. So, schließen. Na, mal schauen, auf welchen Platz wir einschlagen. Aber schon nur Rang 24, das ist nicht viel, ne? Gut, dann gehen wir mal auf Forschung. Was können wir wieder erforschen? Zielgruppe, Zielgruppe. Ja, tun wir mal gleich die Zielgruppe erforschen. Kohle haben wir noch, der macht ja noch genug Umsatz. 23.000, das reicht ja für ein paar Monate. So, Zielgruppe haben wir erforscht. So, dann geht's neues Spiel entwickeln. Thema machen wir jetzt nochmal. Warte mal, ich nehme erstmal UFO und gucken mal nach Genre. Strategie habe ich noch nicht. Oder? Warte mal, ich muss mal gucken. Spiele Historie.
Also ich hatte schon hier in Action, der war ganz gut. Abenteuer hatte ich. Simulation, Strategie, Rollenspiel, Action und Simulation. Also ich hatte eigentlich schon alles, was es gibt. Neues Spiel entwickeln, Thema wählen. Was nehmen wir denn noch mal? Jagd. Strategie müsste auch funktionieren, oder? Warte mal, der hat Action Plus. Ne? Dann nehmen wir den hier. Spiel Engine auswählen. Was habe ich jetzt genommen? Strategie. Eben hatte ich Action. Ne, wir nehmen mal was anderes. Wir nehmen Abenteuer. Wir nehmen stattdessen Fantasy. Und nennen das mal. Wie nennen wir es denn mal? Warcraft. So, fertig. Fantasy Abenteuer. Rollenspiel. Wir machen Rollenspiel. So. Auf geht's. Los geht's. Los geht's. So. Story und Quest machen wir hoch. Das kommt raus. Erstmal was trinken, während der hier am Blubbern ist. Prost. Ah, Casual-Spiele sind erforschbar, das ist gut. So, den voll rein. KI brauchen wir nicht viel. Und dann holen wir das Design rein. Grafik, Sound, nehmen wir ein bisschen raus. Der wurde vom Markt genommen, 198.000. Nur das dann auch. Also, noch warten, bis die Bugs raus sind. Eine noch und fertigstellen. Ja, wenigstens da ein neuer Rekord. Spiel veröffentlichen. Bericht erstellen für Warcraft, jawohl. Und die Bewertung ist da. Oh, 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 oh. Schon wieder eine 9. Eine 7. Mann, 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 Mann. Eine 8. Auch nur eine 8. Und? 13, naja. So, dann sagen wir mal Forschung. Casual erforschen wir mal. Ja, die Konsole, bla bla. Wird echt Zeit, dass wir ein gutes Spiel machen. So, dann gehen wir jetzt noch mal auf Forschung und gucken wir nach einem neuen Thema. Tanzsport, jawohl, Tanzsport ist gut, daraus können wir nämlich ein schönes Casual machen. Und da könnte es dann passieren, dass wir dann eine 10 kriegen dafür. Vielleicht. Gucken wir mal, ob wir das schaffen, damit eine 10 abzustauben. Forschung. Neues Thema. Ach, Transport. Ich habe Tanzsport. Okay, hier ist Rhythmus. Also Rhythmus, muss noch Rhythmus noch erforschen. Weil Rhythmus kann man casual machen. Das läuft. So. Und oben läuft gerade Big Brother Bewohner. 241.000. Also neues Spiel entwickeln. Thema wählen. Rhythmus. Genre, Casual, Plattform. Casual läuft auf dem PC nicht gut, auf der TES müsste eigentlich laufen. So, die Engine 2. Dance. So. Weiter. Weiter.
Na, gucken wir mal, ob wir da jetzt eine 10 bei rausholen. Also bei Casual, der lässt sich gut entwickeln. 0, 0, voll. Voller Ausschlag. Oh, komm hier. Kratzeschnitt. Sieh zu, dass du hier... Oh, Bub. Mach doch mal hin, der Optik die Zeit. Ja, ja, jetzt kommt die Marketingkampagne. Alles klar. So, auch hier wieder Level Design hoch, der Rest runter. So, und hier müssen wir dann den hier so, den so, und der kommt komplett weg. Und dann hoffen wir mal, dass es jetzt reicht für ja, der C64 schon kurz vorm Aus. Dass es jetzt reicht für eine 10. Das wäre mal schön, ne? Und fertigstellen. Neuer Rekord schon mal wenigstens wieder. Da haben wir Levelaufstieg, da auch, da auch. Neue Forschung. Level Editor 2D3 und 3D1. Okay. Das heißt, ich muss jetzt direkt gleich mal forschen. Kriege ich irgendwie keine 10 hin. So, schließen. Forschung. 80 Punkte brauche ich dafür. Uiuiui. Also haben wir was anderes. Ja, sobald du mehr als 1 Million auf dem Konto hast, ich weiß, dafür muss ich erstmal richtig Krache raushauen. Dafür brauche ich mal einen, der lauter 10 hat. Jetzt kommt der Gameling. Ah. Gameling angekündigt. Erst. Okay. In 2 Monaten. Okay. Forschung. Bessere Benutzererfahrung. Level Editor. Hier ist schon die 3D. 15 Punkte. Der braucht 80 Punkte. Und der kostet aber auch ordentlich, ne? Hier lasse ich das noch mal, hau ich erst noch mal ein neues Spiel raus. So, warte. Noch Thema Transport, Genre, Simulation, Plattform, der Computer, die Engine 2. Komm, wir nennen es einfach 10, fertig. So, Entwicklung starten. Der kommt ein bisschen hoch. So. Also wie man sieht, ist aber oben werden die Zahlen auch immer mehr jetzt, ne? Je besser man wird, umso mehr kommen hier oben hin. Und warte mal ab, später, wenn es dann mittelgroße Spiele gibt und große und AAA-Spiele und sowas. Also nicht AA-Spiele wie Scheiße, sondern AAA-Spiele. Triple H, kann man sagen. Triple A, nicht Triple H. Triple H ist ja ein Wrestler. Und das ist ja auch dreifaches H. Triple A, natürlich. 286.000, ne, das ist okay. 85 Punkte habe ich auch. Oh, da kommt jetzt noch ein Bug. Okay. Also, fertigstellen. Zweimal neuer Rekord, das ist schon mal ganz gut. Viel Levelaufstieg. Erste Bewertungen sind auch da. Oh, oh, der sieht gut aus. Oh, 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 oh. Aha, schade. 9. Ah, komm schon. Jawohl, da ist die 10. Das könnte Kasselschlager, wenn den wir brauchen. Ne, nee, auch nur 9 wieder. 10, aber immerhin.
Damit dürften wir relativ weit hochkommen. Wählen. Oh, das sieht gut aus. Oh, 688.000. Jetzt habe ich die 1 Million schon voll. Ja, ein neues Büro ist noch ein bisschen früh. Ich will nur warten, bis ich noch ein gescheites Spiel rausgebracht habe. Sollte ich schon mal so 6 Millionen sollte ich zusammen haben, um die erste Zeit zu überbrücken. So, dann gehen wir jetzt auf Forschung und erforschen jetzt erstmal die neue Grafik. Ich brauche jetzt auch Kohle, um gleich zu forschen. Also auch noch ein Tipp, wenn ihr jetzt ein Spiel rausgebracht habt. Hier, wie jetzt dieses 10 Transport Simulation, dann solltet ihr nicht gleich am Anfang noch so eins raushauen, weil das nehmen euch die Leute übel und sagen auch, guck mal, das ist ja genauso wie das Vorgängerspiel. Ihr könnt zwar jetzt ein anderes Simulationsspiel rausbringen, aber nicht eins, wo auch noch Transport mit dabei ist. Das nehmen euch die Leute übel, dann sagen sie auch hier, guck mal, keine neuen Ideen, blöde Idee. So, das haben wir auch entwickelt. 2D-Grafik. So, ich habe noch 11 Punkte, das ist nicht mehr viel. Ein neues Spiel entwickeln. Jetzt sagen wir noch mal Thema, Rhythmus und sagen noch mal Casual und nehmen jetzt als Plattform den Gameling, der ist nämlich sehr gut dafür. Und nehmen jetzt, achso, ich habe noch keine neue Engine. Na, ist egal, ich nehme noch mal die alte Engine. Nenne es einfach mal Dance 2. Und dann nehme ich jetzt erstmal die alte Engine, bevor ich die neue entwickle und sage, hau raus Kapelle, denn auf dem Gameling könnte das auch gut durchschlagen. Gucken wir mal. Also das blubbert gut, da oben sind schon 10 Punkte zusammen bei dem einen. Läuft doch ganz gut, ne? 10 wurde vom Markt genommen, 2 Millionen erwirtschaftet. Damit kann man leben, ne? So, das kann ich so lassen, wie es ist. Ne, halt kann ich nicht. Das mache ich mal so und das mache ich mal so. Okay. So, 8 Bucks sind drin. Und raus sind sie, jawohl. Sehr schön. Das ist wenigstens ein neuer Rekord, da haben wir einen Levelaufstieg. Also ein neues Spiel veröffentlichen. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder ein bisschen was erforschen und dann eine neue Engine noch erstellen. Dance 2. Oh. Ah, schade. Nur eine 9. Eine 7. Eine 8. Und eine 9. So, gerade mal kurze Pause gehabt, weiter geht's jetzt hier. Habt ihr gar nicht gemerkt, ne? Haha. Also, ja, war ganz okay. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Weiß ich gar nicht mehr. Also erstmal machen wir natürlich den Spielbericht. So, Rang 13, 205.000 direkt schon. Okay, ich habe 18 Forschungspunkte, dann, also der ist ja noch dran beschäftigt mit dem Spielbericht erstellen. 3 Millionen reichen mir noch nicht, das ist mir noch zu wenig. Oh, sorry, wenn ich 6 Millionen habe, dann, ja. Machen wir erstmal eine neue Engine. So, eigene Engine erstellen, dann nehmen wir jetzt nämlich die neue Grafik mit rein und die alte mit raus. Achso, warte mal, ich gehe erst nochmal auf Forschung. Dann könnt ihr jetzt noch Open World mit reinnehmen. Jawohl, Open World nehmen wir mit rein, 24 Punkte habe ich. Mach Open World, 15 Punkte.
Ja, okay, nehmen wir Open World einfach so mit rein. Gut. Passt. Und dann machen wir eine neue Engine. Okay. Eigene Engine mit dem Dreier, Open World mit reingenommen und Engine erstellen. So, jetzt müssen wir warten, bis der fertig ist. Dann hauen wir ein neues Spiel raus und hoffen, dass das was taucht. Also hier für die, man muss nicht für jedes ein Spiel erstellen, habe ich festgestellt. Dance 2 wurde vom Markt genommen, 746.000 habe ich erzielt mit dem. Das ist doch in Ordnung. Dann gucken wir mal, was mit der neuen Engine Bar rauskommt. Dann muss ich aber bald schon dazu übergehen, die 3D-Engine zu machen. Aber erstmal brauche ich ein neues Spiel. Und dann nach dem nächsten Spiel kann ich vielleicht schon umziehen. Muss mal gucken. Also bei 6 Millionen auf jeden Fall. Wenn ich 6 Millionen habe, kann ich umziehen. Das stehen wir fest. So, neue Engine ist fertig und dann direkt ein neues Spiel entwickeln. Suchen uns erstmal ein Thema aus. Nehmen wir mal Jagd, Action und wir machen es auch ein Gambling. Und die Namen sind ja völlig wurscht. So, Spiel Engine nehmen wir jetzt mal die 3. Und dann nehmen wir jetzt die 2D-Grafik, die beste Version natürlich. Und da seht ihr schon, 90.000 kostet das schon. So eine Entwicklung. Das wird schon teuer langsam. G64 wird bald vom Markt genommen. Ja, alles klar, mach doch. Nimm doch. So. Das passt so, das passt auch. Okay. So, das machen wir voll rein, also Open World mit rein. Und los geht's. Gibt es einen neuen Rekord oder nicht? Ja, sollte glaube ich einer sein, oder? Ja, Bankrott angemeldet. Ist das nicht aufregend? So, und fertigstellen. Bugs sind raus. Also jetzt kommen hier solche Angebote. Dann geht man auf Nachricht entschlüsseln. So, Forschungsunterlagen zu leihen. 17.000. 17.000 ist gut. Damit erforschen wir meistens ein neues Thema. Oder irgendwas anderes. Wenn jetzt hier steht Forschungsunterlagen. Dann gibt es noch Sabotage. Das sollten wir vielleicht nicht unbedingt machen. Und es gibt noch rote Fässer. Wenn sowas kommt, das annehmen, ins nächste Spiel kann man die mit einbauen, gibt auch wieder einen Erfolg. Kleiner Tipp. So, vielen Dank, du hast Piraten erfolgreich erforscht. Siehst du wieder ein Thema? Das hat mich jetzt 17.000 gekostet, aber keine Forschungspunkte, die ja spärlich gesät sind. Mit 27, da habe ich ja noch nicht viel. So, zweimal neuer Rekord. Aber das reicht immer noch nicht, um umzuziehen. Ich muss nochmal so einen richtigen Hit landen. So, immer noch nicht da. Spielbericht erstellen, jetzt geht's. Wir haben die ersten Bewertungen erhalten für unser neues Spiel. Ja, 9 ist schon mal gut. Ja, 9 ist gut. Ja, 8 ist auch okay. Nochmal eine 8, eine 7 oder eine 9. Noch eine 8, okay, ja, kann man mit leben. So, der macht jetzt erstmal den Spielbericht. Ja, 800.000. Das ist sauber. So, dann machen wir gleich noch eins hinterher. Sagen wir Thema Piraten. Machen wir Abenteuer. Plattform ist in dem Fall am besten PC. Spielengine Nummer 3. Was haben wir? Piraten. Sparrow, natürlich, was sonst, ne? So, weiter, Grafik ist klar, Entwicklung starten. So, der kommt raus. Der kommt so ungefähr. Machen wir mal so.
Hound gespielt und das Ergebnis Spieler reagiert auf den Spieler in einer solch realistischen Art und Weise, dass man manchmal vergisst, dass es sich nur um ein Spiel handelt. Hound verdient wirklich eine Top-Platzierung in den Charts. Arnie Kunkel Electric Games. Das ist gut. Das bringt immer noch mal gute Verkaufszahlen. So, Dialoge braucht man natürlich. Level Design brauchen wir ein bisschen. KI brauchen wir so gut wie gar nicht. Das bringt bestimmt noch ein paar schöne Verkaufszahlen. Ja. Oh, jetzt sind wir auch schon auf 4,9 Millionen. Also jetzt können wir bald umziehen. So, ja, Spielwelt müssen wir hoch machen. Das machen wir runter. Und das machen wir noch ein bisschen weiter runter. Dann gucken wir mal, was wir dann da für eine Bewertung für kriegen. Hoffentlich eine gute. So, fertigstellen. 27 und 17. Naja, das ist doch okay. Ne? Spiel veröffentlichen. Die erste Bewertung ist da. Oh, das sieht auch gut aus. Ach, schade, schon wieder nur eine 9. Ah, immerhin eine 10. Auch eine 10, das gibt Kohle. Das gibt Geld jetzt. Ach, hättest du da oben auch noch eine 10 geben können, hätte noch mehr Geld gegeben. So, Hound ist vom Markt genommen, 2,6 Millionen. Und jetzt Sparrow. Ich mag Antonius. So, bin mir gar nicht, dass euch die Ohren wegfliegen, wenn ihr da draußen vorbeizuzelt. So, dann gehen wir wieder auf Forschung und erforschen jetzt. Wie viel habe ich? 57. Dann machen wir mal den Level Editor und ich mache nochmal Grand Ton aus. Achso, ich habe gar nicht die Aufnahme pausiert, habe ich gerade gesehen. Ja, sorry, habe ich vergessen, die Aufnahme zu pausieren. Und ja, deswegen würde ich sagen, gucken wir, machen wir schnell weiter. Also ich bin gerade am Forschen. Wenn jetzt wieder die Meldung kommt, mit dem Umziehen, jawohl, dann werden wir das auch gleich machen. Jetzt ziehen wir um. 6 Millionen, das reicht. Willkommen in deinem neues Büro. Jetzt kannst du Mitarbeiter einstellen und so weiter. Bla bla bla. Das brauchen wir uns alles nicht durchlesen. Jetzt, bevor ich Mitarbeiter einstellen kann, muss ich erst auf Trainieren gehen und dann auf Mitarbeiterverwaltung gehen. So. Die Kosten sind jetzt hier noch nicht ganz so hoch. Also ein kleiner Tipp, wenn ihr die Kosten mal sehen wollt, wenn es Pling macht, einfach mal auf Maustaste drücken und dann seht ihr hier, dann hält es nämlich an. Da kann man nämlich später... So, jetzt kann ich den ersten Mitarbeiter einstellen. Okay. Und dann gehe ich auf Position besetzen. Und jetzt habe ich ja gesagt, nehme ich mal so 500.000 in die Hand. Und hätte gerne zuerst mal einen, der auf dieser Seite ein guter Techniker ist. Komplexe Algorithmen. Suche starten. So. 1.700.000 habe ich damit verdient. So, jetzt hier sehen wir monatliche Kosten. Momentan 32.000. Das geht. Da kann man mit 6 Millionen kann man auch ganz gut durch. Ist natürlich auch wichtig, je mehr Mitarbeiter man hat. Achso, der ist noch hier am Dings. Dann kann ich nochmal auf Forschung gehen in der Zeit. Und kann mal gehen auf 40 Punkte habe ich. Dann nehme ich mir die 3D-Grafik mal.
So, und jetzt ganz wichtig ist, wie gesagt, die Geschwindigkeit. Sucht euch den aus, der die meiste Geschwindigkeit hat. Und das ist 238, 259, das ist der, und der hat sehr, sehr viel Technologie. Das heißt, es ist natürlich gut, wenn ihr dann Spiele entwickelt, die viel Technologie haben. Jetzt sagen wir Einstellung, Forschung, jetzt mittlere Spiele verfügbar. So, jetzt müssen wir den erstmal. Jetzt ist es so, wenn ihr hier oben draufklickt, dann bekommt ihr das allgemeine Menü, und bei den Spielern selbst bekommt ihr ein Spielermenü, und der muss jetzt erstmal eingearbeitet werden. Jetzt gehe ich hier nochmal auf Position besetzen, hau nochmal 500.000 raus. Und von dem hätte ich jetzt gern Film, dann habe ich nämlich mit dem einer, der gut Grafik kann. So, mittlere Spiele lohnt sich noch nicht. So, jetzt haben wir hier die Grafiker. Der hat eine ganz schlechte Geschwindigkeit, der hat auch eine üble. Die sind nämlich beide nicht so gut. Das hier ist der beste mit 201, leider. Leider nur so wenig bei rumgekommen. Okay, dann muss ich wohl den nehmen mit seiner 201 und muss den auch einarbeiten. So, der ist gerade am Forschen. So, dann können wir den auch nochmal forschen lassen. Und lassen den mal die besseren Dialoge erforschen. Der ist noch in der Einarbeitung. So, der kann auch nochmal forschen. Könnte man ein neues Thema vielleicht machen. Wie viel habe ich noch? 22 Punkte. Dann könnte ich bessere Benutzererfahrung oder Zwischensequenzen oder mittlere Spiele. Dann nehme ich erstmal die Zwischensequenzen. So, und hier, das füllt sich jetzt. Und wenn die beiden Balken, wenn die Balken grün sind, dann arbeiten die voll Power. So, und jetzt kommt der hier und sagt, okay, Auftragsarbeiten kann man jetzt auch mittlere Aufträge annehmen, aber wie gesagt, Aufträge annehmen ist nicht so unbedingt der Bringer. So, was auch ganz wichtig ist, man sollte, wenn man ein Spiel entwickelt, zusehen, dass alle daran arbeiten. So, fertiggestellt, und dann hauen wir jetzt Sicherheitsverbesserungen, kann die Schaden, 50.000, also wenn sowas kommt, einfach immer ja sagen. Sowas kommt immer gut. So. Und dann hauen wir jetzt mal das nächste Spiel raus. Obwohl, nehmen wir erstellen erst nochmal schnell eine eigene, eine neue Engine. Da hauen wir jetzt die 3D-Grafik auch noch mit rein. Dann nehmen wir beide mit rein. Das mit rein, Level Editor mit rein. Kostet 310.000, aber ist egal. Und wenn die Engine entwickelt ist, dann sollten sie alle auch grün sein, und dann sollten sie alle mit 100% Leistung arbeiten. Und dann zusehen, dass man vielleicht so 2, 3 Hits gemacht hat, dass man so auf 10 Millionen kommt, 12 bis 15, und dann die nächsten beiden Positionen besetzt, dann ist dieses Büro schon mal voll besetzt. So, dann warten wir mal, bis die Engine hier durch ist. Dann haben wir vielleicht auch mal das erste Spiel mit 3D schon raus. Mal gucken. So, ist fertig. So, dann machen wir jetzt mal ein neues Spiel. Thema. Nehmen wir dann mal. Nehmen wir uns nochmal den Rhythmus. Nehmen wir uns nochmal den Casual. Plattform, den Gameling. Spiel Engine 4. Und nennen das schlicht und ergreifend 14. Und können jetzt auswählen, welche Grafik wir nehmen. Und ich nehme mal die 3D-Grafik 1. Die muss ja auch weiterentwickelt werden. So, und der Vorteil ist, dass ich jetzt hier halt gute Technik habe. So, die Zwischensequenzen mit reinnehmen. Da ist auch alles, was wir erforscht haben, mit drin ist. So, Plattform wurde veröffentlicht, okay. So, wie sieht es hier aus? Der muss wieder runter, der muss wieder hoch. Level natürlich mit rein, bessere Dialoge mit rein. Also wie man sieht, der oben, der hat eine schlechte Geschwindigkeit, deswegen macht er auch nicht viel. So, das muss rein und okay. Und das kann man aber alles durch Mitarbeitertraining, kann man das alles aufbessern. So, dann sagen wir jetzt fertigstellen. Wir haben hier einen neuen Rekord aufgestellt, das ist gut. Und sagen wir mal, Spiel veröffentlichen. So, und jetzt kann der hier nämlich gleich hingehen. Und wir können den jetzt mal trainieren lassen. Und können dem mal die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen.
Ein Design mit 145 ist natürlich nicht viel, aber wir finden dann nachher noch besser. So, mal gucken, was kriegen wir für eine Bewertung. Die ist am Anfang natürlich nicht so gut, weil das unser erstes 3D-Spiel ist. Das macht aber nichts. Wir werden es mit dem 3D schon noch verbessern. Okay, schließen. Der kann den Spielbericht erstellen. 29 Punkte habe ich, dann kann der nochmal eventuell forschen. Dann kann man die bessere Benutzererfahrung erforschen. Der erhöht ein bisschen seine Geschwindigkeit. Ja, von der Kohle her ist nicht so toll, aber egal. So, das ist durch. Der erhöht seine Geschwindigkeit, das ist schön. So, die müssen noch irgendwann mal in Urlaub. Okay. Neues Spiel entwickeln. Thema Piraten. Nehmen wir Action. Plattform. Nehmen wir den PC. Engine 4. Und dann nennen wir es mal... Das Boot. Ist ja wurscht, ne? Oh. So, dann nehmen wir jetzt hier mal auch wieder die 3D-Grafik. Wir pushen jetzt mal die 3D-Grafik erstmal auf Level 2 hoch. So, dann sagen wir okay. Dann hoffen wir, dass wir da wenigstens eine halbwegs anständige Bewertung mal rauskriegen. So, das und das. Und da brummt Handy, wieso? Keine Ahnung, ist egal. Ja, also von den Punkten her ist das nicht so gut. So, das und das ein bisschen runter. Okay, 14 wurde vom Markt genommen, 263.000, naja, okay. Also das gibt noch keine neue Bestleistung. Aber egal. Dafür haben wir jetzt hier einen Levelaufstieg, da einen Levelaufstieg und da fehlt auch nur noch eins. Aber auch wieder ein Levelaufstieg. Charakterentwicklung ist verfügbar. Okay. Neue Bewertung erhalten. Theoretisch gesehen müssen die jetzt schon ein bisschen besser werden. Jawohl. Wenn wir jetzt noch ein 3D-Spiel machen, dann müsste dann schon halbwegs gut rauskommen. Ne? Und wir machen jetzt nochmal. Ne, ein 3D mache ich jetzt noch einmal. Schließen. So, der macht den Spielbericht. Der macht mal nochmal eine Runde Forschung. Marketing, mittlere Spiele, Charakterentwicklung. Charakterentwicklung. Da haben wir die erstmal raus. Für Forschung habe ich im Moment nichts, aber der müsste ja gleich noch einen Punkt produzieren. Aber was kommt da jetzt schon wieder? Na, das ist jetzt Wargames. Nein, das nicht machen. Okay, ablehnen. Haben wir jetzt 9 Punkte. Ah, siehst du, der ist schon müde, der muss jetzt gleich in Urlaub. So, also der muss jetzt schon gleich in Urlaub. Aber das reicht noch für ein Spiel, reicht das noch? Neues Spiel entwickeln. Thema. Dann nehmen wir nochmal. UFO, Simulation, Strategie, Spiel Engine 4, Plattform, nehmen wir den PC und dann nehmen wir das UFO 2, weil UFO 1 hatten wir glaube ich schon. So, weiter. So, jetzt nehme ich glaube ich noch mal die 3D. Und ich nehme jetzt mal den hier. So, den bisschen runter, den bisschen rauf, der bleibt so, okay. So, jetzt kommt schon sozusagen ein bisschen Marketing, jetzt will mich einer interviewen. So,
Was kommt bei einem Strategiespiel mehr zu tragen? Dialoge oder künstliche Intelligenz? Da würde ich doch eher sagen, künstliche Intelligenz. Und da bekommen wir jetzt gleich auch eine Rückmeldung, ob unsere Antwort sinnvoll war. So, das sehen andere Fachleute genauso. Jede Spielentwicklung hat nur begrenzte Ressourcen. Da ist es wichtig, die Zeit möglichst effektiv zu nutzen. Genau so sieht es aus. So, den voll, den fast voll und den relativ weit unten, das passt. Level 2, oder hier oben sieht man dann Hype. Hype 1 ist natürlich nix. Aber egal. So, aber wenn wir das Spiel jetzt hier durch haben, dann schicken wir die anderen erstmal in den Urlaub. Ah, 14 Bucks. Also die Punkte hätten höher sein können, wahrscheinlich, weil die nicht mehr voll mit voller Leistung arbeiten. So, dann sagen wir sie mal fertigstellen. Aber Technologie dürfte ein neuer Rekord sein, jawohl. So, sagen wir Spiel veröffentlichen. Der macht noch nichts. Okay, dann geht der in den Urlaub. Das dauert nicht lang, auch in den Urlaub. Die sind nicht lang weg. So, wir haben eine Bewertung erhalten. Oh, 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 oh. 9, oh, gut, immerhin. Nur eine 7, oh, schade. Aha. Eine 8 und eine 9, okay. Schließen. So, dann lassen wir den jetzt hier den Spielbericht erstellen. Hauen dann noch ein Spiel raus und danach machen wir Feierabend für diese Runde. Ist wahrscheinlich schon wieder lang genug. Ja, viel Kohle haben wir jetzt nicht gemacht. So, der eine ist aus dem Urlaub schon wieder da, der andere auch. Jawohl, Nachfolgemodell und so weiter, bla bla bla, ja, ja, ja. Dann machen wir jetzt hier ein neues Spiel. Thema Piraten, Abenteuer. Mitte 4. Nennen das Fluch der Karibik. Und dann sagen wir weiter. Nehmen wir 2D oder? Ja, wir nehmen 2D. Ja. So, dann haben wir hier den voll raus. Den drehen wir runter. Den drehen wir ganz runter. Mal, dass das Ding da eine gute Bewertung kriegt, ne? So, Dialoge rein. Level ist mal runter, künstliche Intelligenz auch runter. Obwohl, mit meinem Technologiespezialisten sollte ich, glaube ich, mal gleich noch mal ein Spiel machen, was eher auf Technologie beruht. So. Haben wir. Actionspiel, okay. Ein Trend zu Actionspielen. Das heißt natürlich, ich soll jetzt mal zusehen, dass ich jetzt mal schnell ein Actionspiel raushaue. Ein neuer Rekord ist da, sehr gut. So, Levelanstieg. So, jetzt müssen wir aber trotz allem erst hier den Spielbericht erstellen. Die erste Bewertung ist da, okay. Eine 8, immerhin. Noch eine 8, das ist auch gut. Durchweg eine 8. Ja, was nicht schlecht. So, der haut jetzt hier das raus. Monat 10.000, das ist doch gut, ne? So, und dann nehmen wir jetzt hier auf die Schnelle noch ein. Ach, das nennen wir einfach 18 und fertig. Thema, wir nehmen ein Actionspiel, nehmen wir Jagd und Action. Und wir nehmen den PC
plus plus, dann haben wir ein einfaches plus, dann nehmen wir den und sagen Engine 4. Und diesmal nehmen wir nochmal eine 3D-Variante. Da wird es wahrscheinlich nicht ganz so stark werden. Aber okay. Ist auch in Ordnung. So, den haben wir rein. Den runter. Ich hoffe, hier mein Technikspezialist, der holt mal ordentlich was raus hier. So, jetzt können wir an der Spielmesse teilnehmen. Das kostet jedes Mal am Anfang Geld und bringt tut es noch nicht so viel am Anfang. Also außer Geldkosten. So. Ah, da hat er eben mal 2 Punkte rausgespuckt, der Kerl. Das ist schön. Ja, eine 7, eine 30 haben wir mehr. Immerhin haben wir eine 30 gekriegt. Eine 31 haben wir schon zusammenbekommen. So, hier haben wir auch einen Levelaufstieg. Das heißt, 3D2 müsste jetzt gleich erforschbar sein. Levelaufstieg, das heißt, er kriegt eine Gehaltserhöhung. Verbesserte KI und Stereo-Sound, aber noch nicht 3. Okay, 596.000 erzielt. Und die Bewertung erhalten. Könnte damit zusammenhängen, dass wir noch die 3D benutzt haben und nicht die neue, die richtig gute 2D jetzt. Aber immerhin 8, 9, 9. Und noch eine 9. Das sieht gut aus. So, dann gehen wir auf Schließen. Also den Spielbericht erstellen. Gucken mal, wie viel wir verkauft haben, wo wir landen. Rang 4. Okay, gut. Dann war es das jetzt für dieses Video. Bestimmt viel zu lang. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Lasst mir einen Kommentar da oder einen Daumen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann und Aloha.